Perleberg liegt nicht in Schweden, doch dieser Umstand tat der Stimmung am 26. Juni keinen Abbruch. Das Kreiskrankenhaus Prignitz hatte pünktlich zur Halbzeit 2015 zum Mittsommerfest geladen und neben dem Spielmannszug der Rolandstadt kamen auch viele hundert Besucher auf das Gelände. Nicht nur für einen gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen, besonders neugierig waren die Perleberger und Prignitzer auf den neuen Anbau des Kreiskrankenhauses, der seit wenigen Tagen die Klinik für Gynäkologie beherbergt. Rund 1,3 Millionen Euro wurden hierfür investiert. Es sind zwei Sachen, die den Neubau erforderlich gemacht haben. Zum einen, dass wir uns insgesamt mit dem Leistungsspektrum im Krankenhaus erweitern werden. Es wird die Geriatrie an einer anderen Stelle eröffnet, ist die Altersmedizin. Und wir müssten dann Platz schaffen natürlich für diese neue Abteilung und haben uns dann entschieden, gerade die Geburtshilfe und Gynäkologie in einem neuen, modernen Anbau zu etablieren. Einen ersten Eindruck hiervon bekamen die Besucher am 26. Juni direkt vor Ort. Allein schon optisch unterscheidet sich die Klinik für Gynäkologie im neuen Anbau vom alten Standort. Warme Farben, Auslegware statt Linoleum, größere Zimmer und ein eigener Frühstücksraum für Mütter. Mit der neuen Gestaltung hat das Kreiskrankenhaus auf die Vorstellung werdender Eltern reagiert. Das zeigte auch das positive Fazit der Besucher beim Mittsommerfest. Darunter auch viele werdende Mütter und Väter. Die Räume sind eigentlich sehr schön gestaltet, also offen. Also ich finde es okay. Ne? Man möchte ja auch nicht ewig hier drinnen liegen bleiben. Ja, so richtig viel haben wir jetzt noch nicht gesehen, weil da viel Andrang ja, voll, ist. Aber ne? Wir gucken uns das noch an und ja. Bis jetzt alles ganz gut. Ja. So der erste Eindruck. Mhm. Ganz gut, ja? Vor allem ist es ja auch günstig mit der Kinderstation gleich nebenan und so weiter. Und der Säugling passt schon ganz gut. Zur neuen Gestaltung der Klinik für Gynäkologie gehört auch eine moderne medizinische Ausstattung, unter anderem mit einem neuen Ultraschallgerät. Damit konnten sich werdende Mütter bereits beim Tag der offenen Tür untersuchen lassen. Zudem bietet die Klinik für Gynäkologie unter Chefarzt Jacek Kosakowski schon seit dem Frühjahr 2015 zusätzliche Untersuchungen im Bereich der Feindiagnostik an. Seit dem 1. April habe ich die Ermächtigung bekommen von Kassenärztlicher Vereinigung, und ich kann der Bevölkerung, also der schwangeren Frauen, hier die Pränataldiagnostik anbieten, also die sogenannte Feindiagnostik, Organdiagnostik, mit Doppleruntersuchung mit Amniozentesen. Sie, also die Frauen, kennen, müssen nicht, wie gesagt, unbedingt irgendwo weiter hinfahren. Das kann alles ruhig hier durchgeführt werden. Hervorragende Bedingungen also für Mütter und den kommenden Nachwuchs. Allein im vergangenen Jahr erblickten im Kreiskrankenhaus Prignitz 330 Babys das Licht der Welt.